Auf so einer Station anzufangen, ist am Anfang hart. Das erste halbe Jahr ist man nur am Lernen und es muss der nötige Respekt immer erhalten bleiben, weil sonst passieren Fehler. Ich muss immer hundertprozentig wachsam sein. Also Notfallsituationen gibt es viele und die können akut eintreten und da müssen wir dann auch sofort reagieren können. Eine 1-zu-2-Betreuung klingt wenig, also dass eine Pflegekraft nur zwei Patienten hat. Aber das sind halt Intensivpatienten und die sind extrem aufwendig. Und deswegen sind wir eigentlich 8 Stunden beschäftigt. Es gibt Narkosemedikamente, Elektrolyte, Antiarrhythmika, Schmerzmittel, die kontinuierlich laufen. Dann Antibiosen. Also ich kann jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, wie viel das sind, aber es sind verdammt viele und die muss man ordentlich auseinanderhalten können. Wir dürfen hier relativ viel machen als Pflegekräfte. Das ist auf anderen Intensivstationen nicht so gegeben. Natürlich immer alles in enger Absprache, auch mit dem Arzt. Aber wir dürfen das und das ist auch so gewünscht. Also ich empfinde es als eine Bereicherung, dass die Pflege so viel Eigenverantwortung übernimmt und so unterstützt und gerade auch für die jungen ärztlichen Kollegen total viel Wissen bereitstellt. Natürlich wissen wir machen unterschiedliche Berufe und es gibt auch eine klare Aufgabenverteilung. Aber gerade wenn es einem Patienten besonders schlecht geht, steht man im Zweifelsfall wirklich 8 bis 10 Stunden gemeinsam am einen Bett. Das heißt, man wächst auch unglaublich schnell so als Zweierteam zusammen. Ich mache mal den Mund ganz weit auf, nicht erschrecken. Es ist halt ganz wichtig, mit dem Patienten zu reden, auch wenn er sediert ist, weil wir jetzt nicht genau wissen, ob er was wahrnimmt oder eben nicht. Ne? Wenn ich sediert hier liege, möchte ich auch darüber informiert werden, wenn ich auf die Seite gedreht werde oder wenn mir einer Mundpflege macht. Ja, ich finde, das ist auch ein Teil der Menschlichkeit, die wir uns bewahren müssen. Ich creme Ihnen mal den Rücken ein, Herr ne? Also bis man sich hier sicher fühlt, hundertprozentig sicher, vergeht Zeit. Aber junge Pflegekräfte brauchen sich für keine Frage zu schämen. Das ist normal am Anfang. Und wir sind immer für unsere neuen Kollegen da und unterstützen sie in allem, was nur geht. Man muss Teamplayer sein, um hier zu arbeiten, weil es gibt's nicht, ich bin mit meiner Arbeit fertig und setze mich hin, sondern ich unterstütze meine Kollegen, bis die Arbeit getan ist. Herzchirurgie ist ein ganz, ganz tolles Fachgebiet, wo man wirklich viel machen kann und wo man auch sehr schnell Resultate sieht. Auf der einen Seite sieht man sehr viel Leid auf dieser Station, aber natürlich auch die Erfolgsaussichten für die Patienten. Wenn wir hier um manchmal Leben und Tod kämpfen, wenn man dann sieht, dass sie unsere Station wieder verlassen, das treibt einen schon an.